Haben Querdenker an Schulen ein leichtes Spiel? Fragt der NDR in einem neuen Beitrag, den wir uns jetzt anhören werden. Cuxhaven, eine Schule in freier Trägerschaft. Hier ist Markus F. Lehrer, ein Mann, der das Weltgeschehen in Frage stellt. Ach, der Beitrag ist ziemlich ähnlich zu dem, was wir gerade bei Hallo Niedersachsen gesehen haben. Trotzdem hören wir uns ihn nochmal an. Also der Beitrag, den wir gerade gesehen hatten, der war für Hallo Niedersachsen. Der hier ist für NDR Info. Und im Internet Stellung zu vielem bezieht. Corona-Krise, Klimawandel, Ukraine-Krieg. Und dabei fallen fast nebensächlich auch solche Sätze. Ich muss ja kein Verehrer vom Kaiserreich sein, nur um festzustellen, dass Deutschland nicht souverän ist. Oder dieser, in dem er... Ich hatte es gerade gesagt, das Zitat ist aus dem Kontext gerissen. Markus Fiedler hat in diesem After Dark-Interview mit Fairtalk gesagt, dass Kritik an der mangelnden Souveränität Deutschlands häufig ohne Grund in die Reichsbürgerecke gestellt wird. Und was passiert hier? Weil er dieses Verhalten der Mainstream-Medien hier kritisiert hat, wird er jetzt durch ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat in die Reichsbürgerecke gestellt. Also genau das, was er in diesem Ausschnitt hier kritisiert hat, passiert jetzt mit ihm selbst. Er die deutsche Zeitungslandschaft mit dem Propagandablatt der NS-Diktatur vergleicht. Wenn mit dem Tagesspiegel dann schwierig. Es geht um den Journalisten Sebastian Leber vom Tagesspiegel. All das haben Dirk Pohlmann und Markus Fiedler in den zwei Wikihausen-Folgen 88 und 90 schon erklärt. Bekommen oder mit den ganzen anderen Schundblättern, die noch so hier inzwischen sich noch Zeitung nennen, aber inzwischen ganz was anderes sind. Also die sind also ziemlich gleich auf mit dem Stürmer, würde ich sagen. Vormittags Lehrer, der Kinder unterrichtet, aber in der Freizeit im Internet mit solch zweifelhaften Botschaften unterwegs. Wir wollen wissen, was man in seiner zweifelhafte Botschaften. Oh nein, er ist für ein souveränes Deutschland. Seiner Schule von solchen Internetzitaten hält. Schulgründer Christian Beckmann. Oh nein, er kritisiert Journalisten, die Zersetzungsmethoden anwenden. Also genau das, was der NDR in diesen zwei Beiträgen hier auch macht. Nimmt sich Zeit für uns. Uns ist einfach wichtig, dass das nicht so unreflektiert an die Schüler weitergegeben wird, sondern dass alles, was die Schüler hier lernen, dass es immer ausgewogen dargestellt wird. Was dürfen Lehrer eigentlich und was dürfen sie nicht? Das wurde 1976 in deutschlandweiten Statuten festgelegt. Christian Hoffmann von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft erklärt die Rechte und Pflichten von Lehrkräften. Lehrkräfte dürfen im Unterricht durchaus auch ihre eigene Meinung vertreten. Nun gibt es aber Grenzen natürlich für die eigene Meinung. Enge Grenzen, selbstverständlich. Und den Kindern darf die eigene Meinung der Lehrkraft nicht aufgezwungen werden. Aber es bleibt dabei, tatsächlich ist es so, dass die Lehrkraft ihre eigene Meinung äußern darf. Solange sie eben noch verfassungskonform ist und strafrechtlich nicht relevant. Das hatten wir ja gerade schon geklärt, Markus Fiedler, was der sagt, ist verfassungskonform. Der zuständigen Schulaufsicht in Lüneburg ist der Fall Markus F. bekannt. Auch wenn das Land die freie Schule mit Geld unterstützt, ist die Zuständigkeit begrenzt. Also einen Lehrer von einer Schule zu canceln, weil er die falsche Meinung hat, das ist nicht verfassungskonform. Das verstößt nämlich gegen Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit. Und solange keine Beschwerden vorliegen, heißt das im Umkehrschluss, wo kein Kläger, da kein Problem. Haben Querdenker als Lehrer an Deutschlands Schulen also leichtes Spiel? Dass hier alles auf so tolle Suggestivfragen gepackt wird. Haben diese Leute leichtes Spiel, weil wir in Deutschland die Meinungsfreiheit haben? Querdenker haben wie alle anderen Demokraten natürlich leichtes Spiel. Also auch CDUler haben an Schulen leichtes Spiel, sprich sie dürfen da einfach arbeiten. So wie das in der Demokratie selbstverständlich sein sollte. Auch Parteimitglieder der Grünen haben an Schulen leichtes Spiel. Sprich, sie dürfen da einfach arbeiten. Mehr heißt das hier nicht. Was ist das für ein bescheuerter Vorwurf? Pädagogikprofessor Hermann Veit von der Universität Göttingen hat zum Thema Demokratie und Schule geforscht. Okay, das ist ja fast so wie der Beitrag für Hallo Niedersachsen. Okay, da war es relativ überflüssig, den jetzt extra zu schauen. Aber wenn wir jetzt schon zu zwei Dritteln damit durch sind, dann gucken wir jetzt den doch zu Ende. Er hat eine ganz klare Haltung zu Verschwörungstheorien. Wenn das in Schule auftritt, dann ist das fehl am Platz und das muss Konsequenzen haben. Da ist ein Mensch, der offenbar auch nicht die fachliche Qualifikation verfügt, Unterricht auszuüben. Der Biologie. Oh, dazu gehört? Eine ganz klare Haltung zu Verschwörungstheorien. Wenn das in Schule auftritt, dann ist das fehl am Platz und das muss Konsequenzen haben. Da ist ein Mensch, der offenbar auch nicht die fachliche Qualifikation verfügt, Unterricht auszuüben.
Also hier spricht irgend so ein Professor aus Göttingen dem Biologen Markus Fiedler ab, vernünftigen Biologieunterricht machen zu können. Also was sind das für Zustände in diesem Land? Und so ein Bericht geht da beim Öffentlich-Rechtlichen durch. Also natürlich wird hier jetzt auch nichts Konkretes genannt, sondern es wird allgemein auf Verschwörungstheorien rekurriert. Wer es nicht weiß, der Begriff Verschwörungstheorien stammt von Karl Popper, das war ein Mitglied der Mont-Pèlerin-Gesellschaft und ein bedeutender Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, liberaler Philosoph. Und wurde dann in der Folgezeit immer wieder von westlichen Regierungen und Geheimdiensten benutzt, um Kritiker zu diffamieren. Der Biologie- und Musiklehrer Markus F. hat sich auf unsere Anfrage hin schriftlich geäußert. Er sei kein Verschwörer oder Querdenker. Kokolores Johnny schreibt es gerade im Chat. Schön auf Spur sein oder Tschüss-Karriere. Ja, absolut, absolut. Wer für Frieden ist, wer sich für die Meinungsfreiheit einsetzt, wer solche Hetze hier kritisiert, wie Markus Fiedler es ja schon lange bei Wikipedia ja auch gemacht hat, wo mit ähnlichen Zersetzungsmethoden ja Leute bearbeitet werden. Ja, dann kannst du es vergessen. Also dann wirst du gecancelt, so gut es geht. Das? Und was heißt Karriere? Ich meine, er ist nur Lehrer. Also ich meine, er ist ja jetzt nicht in der hohen Verwaltungsposition oder irgendwas, sondern er ist einfach nur ganz normaler Lehrer. Und selbst hier wollen ihn die Journalisten canceln. Die haben da auch den Arbeitgeber angeschrieben. Die haben da auch Leute in seinem Dorf interviewt. Also versuchen ihn auch in seiner Umgebung schlecht zu machen. Und Impes der Beste schreibt gerade, es ist ja egal, was er selber sagt. Es geht um den Umgang mit Oppositionellen. Absolut, absolut, absolut. Aber was heißt, es ist egal? Es ist ja sogar alles verfassungskonform. Also all diese Anspielungen, Reichsbürger, Rechts oder sonst irgendwas, die stimmen ja schlicht und ergreifend nicht. Also Markus Fiedler ist ein überzeugter Demokrat. Das sagt er auch eigentlich in all seinen Wikihausen-Folgen. Aber es hilft nicht. Solange du eine andere Meinung als die Regierung bist, wirst du weggecancelt. Sein politische Kampfbegriffe. Er mache sich die Reichsbürger-Ideologie nicht zu eigen und hält unsere Zitate für aus dem Zusammenhang gerissen. Im Internet wettert er. Also, was hat er Hochproblematisches von sich gegeben? Er hat Wikipedia für die transatlantische Haltung kritisiert, dafür, dass dort Netzwerke von beispielsweise Antideutschen sind, die Artikel manipulieren, dass es dort... Ja, das hat Wikipedia auch immer die Interessen der, also dass die Artikel immer das schreiben, was die Pharmaindustrie gern hören will, weil es da eben auch Netzwerke gibt, die das unterstützen. Und seht euch die ganzen Wikihausen-Folgen an. Also Markus Fiedler und Dirk Pohlmann haben da analysiert, dass es zwei Netzwerke gibt, nämlich die Skeptiker und die Antideutschen, die in der Wikipedia, die Wikipedia im Hintergrund bearbeiten und entsprechend ihrer Ideologie formen. Schließlich gegen den NDR. Seine Verunglimpfungen bescheren uns von seinen Anhängern. Ist dies im Kontext des Unterrichts passiert? Selbstverständlich nicht. Markus Fiedler hat jetzt sehr häufig auf den Beutelsbacher Konsens, also auf das Indoktrinationsverbot von Schülern, Bezug genommen und immer wieder kritisiert, dass Schulbücher nicht neutral genug gehalten sind. Also, Link, please. Ihr könnt das doch auf YouTube. Ich poste nicht jedes Mal einen Link in den Chat. Hier, der NDR spielt wieder faul, der Folge 90 von Wikihausen und Folge 88 von Wikihausen. Den Kanal müsstet ihr relativ einfach finden, YouTube-Suchleiste Wikihausen eingeben. Oder es gibt auch eine eigene Website von Wikihausen, also wenn die auf YouTube gesperrt werden, dann könnt ihr an die Videos trotzdem noch rankommen. Also deswegen blende ich das hier ja schon ein. Also den Link, der ist ja auch hier oben eingeblendet. Das heißt, Quellenangabe habe ich eigentlich automatisch somit in den Videos schon immer drin, weil ich ja... Obwohl, ihr könnt die Suchleiste nicht sehen, weil mein Bild davor ist. Nehme ich das zurück, aber ihr seht das Video ja. Also da müsstet ihr ja ohne meine Hilfe hinkommen. Zahlreiche Hassmails, Einschüchterungsversuche und eine Morddrohung eines Unbekannten gegen uns. An der Freien Waldorfschule in Oldenburg hat man übrigens konsequent gehandelt. Dort war Markus F. bis zum Sommer 2020. Da hat man konsequent gehandelt, da wurde er rausgeworfen. Sich beschäftigt. Als sein Umgang mit den Covid-Maßnahmen und seine generelle Haltung zur Pandemie bekannt wurde, trennte sich die Schule von ihm. Soweit der Bericht von Ursula Hensel und Angelika Henkel. Ursula Hensel und Angelika Henkel. Merkt euch die Namen. Das sind die zwei Reporterinnen, die solche üblen Propagandabeiträge hier verfassen. Die haben auch den für Hallo Niedersachsen gemacht. Naja. In diesem Sinne, wenn ihr euch für den Fall noch ein bisschen tiefergehend interessiert, schaut euch die zwei Folgen von Geschichten aus Wikihausen an. Das ist Folge 90 und Folge 88.
Übrigens, wer es nicht mitbekommen hat, in Folge 89 kommt auch Sinans Woche in Wikihausen vor. Ja, schaut euch das vielleicht auch mal gerne an. Ich meine, Sinans Woche werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Naja. So.